Servus und hallo zum neuen Spotlight. Wieder Ride Skin Dingens, Flat Ride Contest Zeugs. Heute wird's wild. Heute schauen wir uns an Gate of Chrome Hammerswing Ride Skin von MacArs. Und was sagt die Steam-Beschreibung? Portals of Chaos are brutal constructs raised up by the worship of ruinous powers to weaken the very foundations of reality and open screaming hole into the stuff of the immaterium itself. Oh Gott, mein Englisch ist so furchtbar. Ja. Crafted from the mysterious material known as Blackstone, these best Physik Abonimat. Erspare ich das jetzt bitte. Sorry. Ich breche mir hier die Zunge, wenn ihr das lest. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Lest euch das bitte selber durch. Ich habe mal es durchgelesen, es steht nichts drin. Mach hier, mach da und so. Steht nur drin. Best viewed around 6 am for the full Metallica Album Cover Effect. Okay. Machen wir. Und Screenshots gibt es bei Tag und bei Nacht. Aber Nacht sieht schon geil aus, glaube ich. Ja, so viel dazu. Das haben wir alles. Was ich wieder nicht gemacht habe vorher, ist das Ding vorher platzieren, damit die Toolkit runtergeladen werden. Es ist goofy hier. Ist es. Gates of Chrome, da ist es. Jupp. Yep. Atme mal runter. Ah, es ging schnell. Okay. Ich habe doch vorher gerade Pause gemacht. Ein Elend ist es immer. So. Hier haben wir See Me, Hide Me. Machen wir da mal hin. Entschuldigung für das zugegeben sehr chaotische. Warum kann ich es wieder nicht platzieren? Du willst mir schon ein bisschen ärgern, oder? Weil ich es Hide Me hab, kann ich es nicht mehr platzieren. Was ist denn das für ein Blödsinn? Da. So geht's gerade noch. Okay. Pause raus, es sieht wirklich gut. Und es ist extrem cool. Es gefällt mir. Es ist. Ja, ich weiß nicht. Es könnte halt 1:1 aus Doom sein. Ich weiß nicht, ob es Doom inspiriert ist oder nicht. Das sagt mir jetzt nichts, aber es ist, sieht halt so. Könnte aus Doom sein. Wir machen mal Nacht. Auf alle Fälle machen wir da Nacht. Und dann testen, let's go. Gäste werden so ein bisschen gerüstet, aber das ist ja wurscht. Interessiert ja keinen. Sind Auslöser verbaut? Auslösesequenz? Nein, es sind nicht. Dann können wir auch mal eine Runde mitfahren. Ist schon wild. Ist schon wild. Ah. Das ist, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, von MacArs gebaut. Es gefällt mir wirklich, wirklich gut, wenn irgendwie so ein, keine Ahnung, Dämonen, Horror, sonst irgendwas bereichert, stellt euch das Ding rein. Das ist richtig cool. Ja, es sind kurze Vorstellungen und es ist ja auch hier keine Auslöser verbaut, also der fährt halt hier einfach sein Programm ab.
dir nur um die Thematisierung und die gefällt mir sehr gut. Sorry für das Chaos in dieser Folge. Hilft nichts, ist halt so. Ich sag vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.